Hallo erstmal, ich bin Niklas, das ist Daniel und das ist Finn und wir haben uns halt ein kleines Projekt überlegt, wie man offene Daten verwenden kann. Dazu sehen Sie direkt auf der Folie und den Namen Plate Collect. Das ist aktuell noch ein Arbeitstitel, weil wir noch keinen passenden Namen für unser Projekt gefunden haben. Genau, also erstmal wer wir sind. Wir sind 16 und 17 Jahre alt. Kommen aus verschiedenen Städten Deutschlands. Ich komme aus Berlin, die anderen beiden aus Hamburg und Bad Harzburg. Und ja, wir sind leidenschaftliche Entwickler. Wir bauen unsere eigenen Apps fürs iPhone. Und ich hoffe, das funktioniert. Ja, wo haben wir uns kennengelernt? Also YRS ist eine britische Jugendorganisation, die sogenannte Hack Days organisiert. Hat sich mit der Open Knowledge Foundation zusammengeschlossen und die Veranstaltung Jugend hackt ins Leben gerufen. Auf dieser Veranstaltung geht es halt darum, dass Gruppen von Schülern sich zusammensetzen und mit Hilfe von offenen Daten eine Idee entwickeln, die sie dann letztendlich vor einem Publikum präsentieren. Und wir fangen erstmal direkt an, worum es bei unserer App geht. Also ich denke, die meisten wissen von Ihnen, was ein Stolperstein ist. Ich werde es jetzt nochmal kurz erläutern. Also ja, für die Opfer des NS-Regimes hat der Berliner Künstler Günther Demning eine Initiative ins Leben gerufen, namens Stolpersteine. Und das sind in den Boden eingelassene Steine, auf denen Informationen zu den Personen, die dort residiert haben, halt vermerkt sind. Also man sieht beispielsweise den Namen und Informationen, wohin sie deportiert wurden und wann das zum Beispiel auch war. Und unsere Idee war das halt, den Zugang dazu einfach zu erleichtern. Und unser Wunsch war es auch, dass die Leute ein wenig mehr über diese Personen erfahren. Und dazu haben wir halt eine App entwickelt, die es uns möglich macht, anhand der GPS-Position des Handys diese Steine in der Umgebung zu lokalisieren. Des Weiteren werden dann halt zu den jeweiligen Personen weitere Informationen im Internet gesucht, beispielsweise auf Wikipedia. Und uns ist halt wichtig, dass dieses Stolperstein-Projekt, was halt für uns als wichtig angesehen wird, ein bisschen mehr Präsenz bekommt. Und ja, wir haben jetzt eine kleine Demo vorbereitet. Leider können wir das nicht live machen, weil die Technik es nicht zulässt. Aber wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten. So, ich gebe weiter an Finn. Alles klar, ich schalte einfach mal gleich einen weiter. Das hier ist der Bildschirm, den Sie sehen werden, sobald Sie die App auf Ihrem Smartphone dann im Endeffekt öffnen. Und all diese kleinen Punkte, die Sie dort sehen können, sind tatsächlich echte Stolpersteine. Also ich könnte hier rausgehen auf die Lindenstraße und mir zum Beispiel den nächsten Stolperstein von Eva Mamlock angucken. Und wie Sie sehen, es gibt zu jedem Stolperstein eine kleine Info, sobald ich da drauf tippe. Und ein bisschen mehr Informationen auf dem nächsten Bildschirm. Informationen wie zum Beispiel Name, Adresse und Deportationsdaten. Und hier unten in dem weißen Bereich wird später noch Informationen aus anderen öffentlichen Datenquellen wie Wikipedia beispielsweise eingebunden. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, was diese roten, gelben und grünen Farben zu bedeuten haben. Das ist ein weiteres Feature. Wenn ich in die Nähe von einem dieser Steine komme, wird mir auf dem Handy Bescheid gesagt, dass ich da vorbeigehen kann. Und das Ziel davon ist einfach, das Stolperstein-Projekt mehr Leuten nahe zu bringen. Und im Endeffekt sind die Grünen einfach die, die ich bereits besucht habe. Und um nochmal ein bisschen was zum Nachdenken zu geben, unsere Überschrift, was wir mit den offenen Daten machen, ist, wir gestalten den Zugang dazu. Wir machen es für die Masse verfügbar und versuchen es einfach möglichst nutzbar zu machen. Und damit gebe ich an Daniel weiter. Genau. Open Data ist wie gesagt der Grundstein unserer App. Die Stadt Berlin stellt diese Liste von Stolpersteinen als Open Data zur Verfügung und allerdings nur mit Adressen. Das heißt, wir mussten noch Geocoding durchführen. Das heißt, die Adressen dann auch auf eine Karte bringen, weitere Städte am Ende noch hinzuzufügen. Zum Beispiel haben wir eine einfache Datenbank gewählt. Und das ist auch ein wichtiges Ziel in unserer Zukunft. Das Stolperstein-Projekt ist nicht nur in Berlin vorhanden, sondern in ganz Europa. Und deshalb ist es wichtig, noch weitere Städte einzubinden, was ein großes Ziel von uns ist. Wir sind in Kontakt mit anderen örtlichen Vereinen, zum Beispiel in Hamburg.
ja, nächstes Jahr wollen wir das Projekt fertigstellen und auch in den App Store stellen. Und bis dahin wollen wir noch zum Beispiel die Wikipedia-Integration fertigstellen und trotzdem allgemein die App einfach so einfach halten, wie es ist, damit der Zugang zu diesem Projekt so einfach wie möglich ist. Ja, das war's soweit. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und ja, wir würden uns freuen,